Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Es ist mitten in der Nacht und allein das war schon After Effects. Aber es ist mitten in der Nacht und ich habe mir so viele Punkte in letzter Zeit aufgeschrieben, die ich euch gerne über After Effects erzählen würde. Während Premiere Pro für einfache Schnitte mit leichten Übergängen, normalem Sounddesign und normalen Texten gedacht ist, können wir mit After Effects Spezialeffekte, Motion Graphics und auch Typografie animieren. Wir können Objekte verschwinden lassen. Okay, den Monitor brauchen wir noch. Aber ich zeige euch in diesem Video, wie ihr einen einfachen Einstieg in After Effects meistert und sogar schon Effekte für Musikvideos hinkriegt und leichte Textanimationen, die ihr mit Premiere Pro absolut nicht hinbekommen würdet. Die Effekte habe ich teilweise schon in Videos für Kurdo und in Vlogs von Pilot Patrick verwendet. Angekommen in After Effects zeige ich euch als erstes einen richtig coolen Texteffekt und danach einen Effekt für Musikvideos. Wenn ihr den Effekt könnt, dann habt ihr so viele Möglichkeiten, eure eigenen Ideen umzusetzen. Darum ist das wirklich einer meiner Lieblingseffekte. Davor geht es jetzt aber erstmal ums User Interface, um die Benutzeroberfläche von After Effects. Hier haben wir jetzt ein leeres neues Projekt erstellt. Datei, neu, neues Projekt. After Effects teilt sich jetzt ähnlich auf wie Premiere Pro. In diesem Bereich werden wir unsere ganzen Dateien haben und den Content, mit dem wir in After Effects arbeiten können. Das Projekt sozusagen. Im mittleren Teil können wir jetzt erstmal eine neue Komposition erstellen. Hier wird dann die Komposition Vorschau angezeigt. Hier sehen wir die Vorschau, so wie wir es aus Premiere Pro kennen. Auf der rechten Seite sind jetzt alle möglichen Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, wir haben hier die Effekte. Hier Möglichkeiten für den ganzen Sound und wir können Text ausrichten und eben auch Text anpassen. Das schauen wir uns jetzt auch gleich als erstes an. Hier unten haben wir jetzt aber noch dann unser wirkliches Arbeitsfeld, in dem wir arbeiten, also auch unsere Timeline. Und ganz oben wiederum haben wir unsere Leiste mit den, also unsere Werkzeugleiste mit den verschiedenen Werkzeugen. Hier auch einmal ein Titelwerkzeug. Und einmal ein Auswahlwerkzeug, mit dem wir eben unsere Auswahl verschieben können. Kümmern wir uns jetzt also um unser erstes Projekt. Wir wollen jetzt einfach nur ein leeres Video, einen leeren Bereich. Dafür klicken wir hier auf Neue Komposition. Wir nennen unsere Komposition Text. Eine Komposition ist ein eigener Bereich, in dem wir jetzt arbeiten können. Hier haben wir die grundlegenden Voreinstellungen. Die ausgewählte Auflösung ist HDTV mit 25 Frames. Für eine 4K-Auflösung stellen wir die Auflösung auf 3840x2160. Die Dauer der Komposition stellen bzw. lassen wir auf 30 Sekunden. Schwarz ist als Hintergrund eh der Standard. Wir drücken OK und sehen hier die Vorschau unserer Komposition. Diese finden wir hier oben als neuen Tab. Wenn wir sie schließen, können wir sie von hier mit einem Doppelklick wieder öffnen. Weiter unten ist unsere Timeline, in welcher wir unser Material finden, das wir für diese Komposition verwenden. Mit STRG T oder dem Textwerkzeug können wir mit einem Klick auf unsere Vorschau einen neuen Text erstellen. Rechts ist es im Unterpunkt Zeichen nun möglich, die Schriftart, Größe und viele weitere Optionen einzustellen. Beim Unterpunkt Ausrichten können wir den Text vertikal und horizontal zentrieren. Hier unten haben wir also unseren Text. Mit einem Klick auf diesen Pfeil öffnen wir die Effekte und Standardeinstellungen dieser Ebene, wie zum Beispiel Transformieren. Wenn wir jetzt unseren ersten coolen Effekt für den Text erstellen wollen, klicken wir auf den Pfeil bei Animieren und wählen Zeichenversatz. Bei Zeichenversatz erstellt sich dann automatisch der Animator 1 und hier müssen wir noch eine Deckkraft hinzufügen, weil wir die Zeichen jetzt einzeln einblenden wollen und dafür müssen sie jetzt standardmäßig natürlich alle erstmal ausgeblendet sein. Und jetzt gehen wir eben zur Bereichsauswahl, wo sich das Ganze jetzt etwas aufklärt, bei der wir praktisch mit diesem Wert hier rumspielen können. Und zwar setzen wir hier einmal ein Keyframe, indem wir die Stoppuhr aktivieren, gehen ein paar Frames weiter und setzen hier einen weiteren Keyframe, allerdings mit 100%. Somit animiert sich das Ganze für jeden einzelnen Buchstaben. Damit das Ganze noch cooler ausschaut, können wir zum Beispiel bei erweitert die Glättung auf 0 ziehen. Dann geht wirklich jeder Buchstabe einzeln rein. Und falls euer PC jetzt schon Probleme hat, dann stellt
diese Qualität hier auf Viertel. Hiermit bestimmt ihr nämlich, wie hoch die Qualität des Renderns, des Vorschau-Renderns jetzt sein soll. Auf voll rendert er das direkt in voller Qualität vor. Und ihr seht auch immer an dieser grünen Leiste, welche Frames schon vorgerendert sind und die werden dann abgespielt, ohne dass es irgendwie hängt. Wir sehen jetzt also diesen Effekt, wenn das schneller gehen soll, dann muss er einfach früher schon bei 100% ankommen. Und jetzt ein weiterer cooler Trick, wenn ihr etwas herumschiebt und dann Shift gedrückt haltet, richtet sich ja, das Objekt am Cursor aus und ihr habt es viel leichter, präzise zu arbeiten. Und jetzt könnt ihr hier mit Animieren noch an allen möglichen Zeichensachen rumspielen und kreativ werden. Kommen wir also direkt zu unserem Effekt für Musikvideos und ähnliches. Dafür erstellen wir wieder ein neues Projekt. Kleiner Tipp, ganz am Ende vom Video zeige ich auch noch, wie Premiere Pro mit After Effects zusammenarbeitet und ihr Videos von Premiere Pro einfach in After Effects überträgt, ohne doppelten Content zu haben. Sehr schwierig, ich habe da nicht das Leichteste rausgesucht, aber das ist ja der Sinn von diesem Tutorial. Wir ziehen diese zwei Dateien jetzt einfach in unser Projekt. Wenn wir jetzt doppelklicken, sehen wir einfach nur das Video. Um das Video jetzt aber überhaupt bearbeiten zu können, brauchen wir auch wieder eine Komposition, wie wir sie bereits hatten. Übrigens, Kompositionen lassen sich auch über dieses Icon hier erstellen. Und noch einfacher, wenn wir ein Video haben, ich schau mal, welches wir jetzt als erstes verwenden. Ja, wir verwenden dieses hier als erstes, nur als Beispiel. Das ziehen wir einfach auf das Icon hier. Und schon wird automatisch eine neue Komposition erstellt. Die heißt genauso wie der Dateiname und wird hier geöffnet. Hier haben wir dann unsere MOV-Datei in dem Fall und können sie abspielen. Ich mache hierfür mal die Audio aus. Und wenn ihr einfach nur zoomen wollt, reicht es zu scrollen mit dem Mausrad. Wir wollen jetzt zum Beispiel von dem Video nur einen Bereich bearbeiten, und zwar diesen hier. Das heißt, ich drücke einmal B, dadurch kann ich den Startpunkt festlegen. Das war praktisch dieser Punkt hier gerade. Dieser blaue Bereich, den kann ich hier hinziehen. Und auch hier wieder, wenn ich Shift drücke, positioniert er sich am Cursor. Und wenn ich das Video jetzt weiterlaufen lasse, sage ich, okay, hier reicht's. Und drücke N, dann habe ich hier meinen Outpoint. Also will ich praktisch nur diesen Bereich vom Video haben. Komposition, wir machen einen Rechtsklick auf diesen ausgegrauten Bereich und sagen Komposition auf Arbeitsbereich trimmen. Und schon haben wir nur diesen Bereich vom Video auf unserer kompletten Komposition. Wo jetzt aber wirklich der Effekt eigentlich stattfinden soll, ist unsere andere Videodatei. Diese ziehen wir jetzt auch auf eine neue Komposition. Und diese wird ganz cool, wir nennen das Ganze mal Kick. Warum, seht ihr gleich. Wir drücken hierfür auch wieder B. Hier soll das Ganze beginnen. Hier hören wir einfach mal auf. Drücken Pause, der Cursor platziert sich hier. Drücken N und wieder das gleiche Rechtsklick. Komposition auf Arbeitsbereich trimmen. Wir bleiben jetzt aber mal bei unserer ca. 5 Sekunden Komposition und schauen uns den ersten Effekt an. Hierfür brauchen wir das Rotopinsel-Werkzeug. Klicken das Ganze an und machen dann einen Doppelklick auf unser Bild, auf unsere Vorschau. Und jetzt haben wir hier einen grünen Pfeil. Mit diesem grünen Pfeil können wir jetzt einen Bereich markieren, den wir ausschneiden wollen. Ich demonstriere euch das Ganze mal. Wir markieren praktisch hier das Gesicht, den Arm, das Mikrofon, die Hand. Alles nur so ganz grob. Und After Effects versucht jetzt auf Basis des Bereichs, den wir markiert haben, ja, mögliche Anhaltspunkte zu finden, was wir denn ausschneiden wollen. Und das Ganze können wir jetzt hier noch verbessern. Das meiste ist jetzt dabei. Wenn wir jetzt aber etwas zu viel haben, wie es hier ist, also alles in dem roten, in dem rosanen Rahmen hier drinnen, ist jetzt praktisch unser ausgeschnittener Bereich. Wir wollen jetzt aber zum Beispiel diesen Bereich hier weg, dann drücken wir Alt, halten Alt gedrückt und markieren den Bereich. Hier kam jetzt zu viel weg. Können wir wieder dazu machen. Auch hier wieder. Und Alt wieder. Diesen Bereich weg. Was wir eigentlich dazu haben wollen, ist natürlich die Schlaufe hier.
den Bereich in der Mitte trotzdem weg. Ja, wird eigentlich relativ gut erkannt gerade. Den Bereich weg, sehr gut. Den Bereich weg. So, ich bin mit der Auswahl jetzt erstmal zufrieden. Die muss für den Effekt, den wir jetzt gleich machen, auch nur ganz grob sein. Und das Ganze müssen wir jetzt mehrere Frames lang verfolgen, indem wir die Taste Bild unten, also Bild nach unten klicken. Dadurch gehen wir ein Frame vor. In Premiere Pro mit Pfeil links und rechts, in After Effects ist das gleiche, nur mit Bild runter und Bild rauf. Und wenn wir jetzt ein Bild nach unten gehen, versucht After Effects das wieder so zu berechnen, wie wir es gerade eben markiert haben und das Ganze zu verfolgen. Klappt auch teilweise, aber wir müssen hier immer wieder Anpassungen vornehmen. Wenn ihr den Frame hier fertig habt und einigermaßen zufrieden seid, es muss jetzt wirklich nur ganz grob sein, geht ihr wieder mit Bild nach unten zum nächsten Frame und das wiederholt ihr, ja, jetzt mal so für einige Frames. Und das Ganze könnt ihr jetzt natürlich auch mit eurer Footage machen, womit das Ganze leichter ist. Am besten sind Videoclips, wo sich der Vordergrund vom Hintergrund stark unterscheidet, also das, was ihr ausschneiden wollt, einen großen Kontrast aufweist zu dem Hintergrund. Hier zum Beispiel der Schuh war richtig easy für After Effects zu erkennen, was ausgeschnitten werden soll, weil der Schuh ist komplett weiß und der Hintergrund einfach dunkel. So, ich habe jetzt mal einige Frames animiert, wirklich nur ganz grob, ihr seht auch gleich, warum grob komplett ausreicht für diesen Effekt. Ich würde die weiche Kante hier noch auf 15% stellen, dadurch wird das Ganze dann eben etwas weicher. Und wenn wir jetzt in unser Projekt schauen und mal die Komposition nochmal öffnen, weil wir waren ja gerade durch den Doppelklick mit diesem Rotopinsel hier rein in der Ebene und haben den Effekt ausgewählt. Wenn wir jetzt aber wieder zurück in die Komposition gehen, sehen wir, hier hat sich einiges ausgeschnitten. Das zum Beispiel, habe ich jetzt übersehen, dass sogar die Leute hier mitgekommen sind. Die können wir natürlich ganz easy rausmachen. So, ihr seht, ganz grob ausgeschnitten. Wenn ihr das bei Musikvideos plant, dann könnt ihr das verdammt gut machen, indem ihr einfach schon mal einen anderen Hintergrund habt als die Kleidung des Sängers. Und dieser Vorgang, dass wir Kodo jetzt ausgeschnitten haben, ermöglicht uns so viele verdammt coole Effekte. Einen davon möchte ich euch jetzt zeigen. Wir brauchen jetzt eine weitere Komposition für unseren Effekt. Da erstelle ich über das Icon hier eine neue Komposition, dann die Glitch und das passt hier alles. Wir schauen, stellt hier eine Dauer von 30 Sekunden ein, drückt auf OK. Jetzt haben wir hier eine neue Komposition Glitch. Hierfür erstellen wir unter Ebene neu eine Farbfläche. Diese Farbfläche nennen wir einfach Weiß, stellen hier auch die Farbe Weiß eben ein, drücken OK und der Rest passt auch, drücken OK. Und hier setzen wir den Effekt drauf, fraktales Rauschen. Ziehen wir entweder aufs Video drauf oder hier auf die Ebene, ist das gleiche. Und dann öffnen sich neben dem Projekt hier die Effekteinstellungen. In den Effekteinstellungen stellen wir in diesem Effekt jetzt Folgendes ein. Fraktaltyp dynamisch, Störungstyp Block, dann unter Transformieren. Die Skalierung machen wir nicht gleichmäßig, sondern wir wollen hier die Blöcke viel breiter, stellen wir noch breiter, ja 1000 circa und Skalierungshöhe 100. Das passt soweit auch schon. Und jetzt haben wir hier noch einen Punkt, wir können die Effekteinstellung hier nämlich genauso öffnen. Effekte, fraktales Rauschen ist 1:1 das gleiche wie hier. Wir müssen jetzt nur noch an der Evolution was ändern, und zwar drücken wir die Stoppuhr, um die zu animieren. Also ein Keyframe zu setzen, gehen ganz am Ende von der Komposition und drehen die hier einfach verdammt hoch. Das heißt wirklich auf 100 mal von mir aus, 100 mal 47 Grad. Dann spielen wir die mal auf Viertel ab und dann sehen wir, ja, bewegt sich ziemlich stark. Gehen wieder auf unser Projekt und allein dieser Fact, dass wir Kodo ausgeschnitten haben, ermöglicht, wie gesagt, verdammt viele Möglichkeiten und ich zeige euch jetzt nur eine davon. Wir gehen in diesen Kick, legen unseren Glitch drunter, haben hinter Kodo jetzt also diese komischen Blöcke. Brauchen dann hier den Effekt versetzen, unter Verzerrung versetzen, ziehen wir auch wieder, ja nicht aufs Video, sondern hier unten wirklich auf unsere Videodatei drauf und sehen auch hier in den Effekteinstellungen nun den Versetzen-Effekt. Hier wählen wir aus,
Glitch als Verschiebungsebene und spielen jetzt hier ein wenig rum. Jetzt passt sich nämlich das alles hier so dem Hintergrund an. Dementsprechend cool können wir das auch verschieben. So, ungefähr einfach mal. Und die Glitch-Ebene blenden wir aus. Und jetzt sehen wir gleich. Bam, Kurt ist jetzt animiert und verzerrt. Und genau das speichern wir jetzt sicherheitshalber mal. Und benutzen für unser normales Video die Komposition, die jetzt mit 14 endet, die wir vorher hatten, wo noch gar nichts gemacht ist. Da ziehen wir jetzt den Kick oben drauf und sehen Kurt jetzt ausgeschnitten. Wir duplizieren die Ebene jetzt einfach, indem wir STRG D drücken, haben hier Kick 2, nennen das Ganze Kick ohne Effekte. So, haben hier unsere Kick ohne Effekte, löschen die Glitch-Ebene mit der Entferntaste, löschen auch alle Effekte inklusive Rotopinsel. Jetzt von hier. Jetzt haben wir praktisch wieder unsere normale Videodatei, die etwas zugeschnitten wurde am Anfang. Gehen auf unser normales Video, haben hier ein Kick ohne Effekt und einmal eben einen Kick. Genau, der ist schon drauf. Und das Ganze ordnen wir jetzt so an, dass noch in einem Bereich, wo Kurdo ausgeschnitten ist, dass wir plötzlich Kick anklicken, STRG-SHIFT-D und hier einen Cut setzen, diesen Cut hier entfernen, also den rechten Bereich entfernen. Das gleiche bei unserer 14.mov-Datei, STRG-SHIFT-D, den Cut hier rechts auch löschen. Wir rendern das Ganze jetzt einfach mal vor, indem wir auf Vorschau klicken und dann auf Abspielen. Jetzt wurde das Ganze vorgerendert und wir schauen uns mal an. Ein verdammt cooler Effekt, mit dem man jetzt noch rumspielen kann. Nur auf die Schnelle jetzt ein paar coole Ideen. Man könnte ihn noch größer machen. Das geht, indem wir die Ebene anklicken, Pfeil auf, transformieren und dann haben wir hier die Skalierung. Oder wir machen den Pfeil wieder zu, klicken auf die Ebene und drücken S. Skalierung, animieren diese, wollen hier Kurdo vielleicht auf 145 und dann drücken wir 5 mal Bild runter, sind dann beim 5. Frame, falls ich mich jetzt nicht erzählt habe, und stellen das Ganze mit dem neuen Keyframe hier wieder auf 100. Dadurch rendern wir das nochmal vor. Dadurch wird er eben am Anfang so reingeflogen. Das war jetzt mindestens der Standard von After Effects und sogar noch zwei coole Effekte mit dem Text und eben so ein Musikvideo-Effekt. Falls ihr euch für weitere After Effects Ideen interessiert, schreibt es in die Kommentare. Es werden auf jeden Fall Videos noch dazu kommen, also freue ich mich natürlich über ein Abo. Bevor wir das Ganze jetzt beenden, zeige ich aber noch ein paar Tipps, wie ihr das Ganze mit Premiere Pro verknüpfen könnt. Wir starten dafür einmal kurz Premiere Pro, klicken hier auf Neues Projekt, machen einfach Neues Projekt in Aarons Our Year Ordner und importieren jetzt das Video, das wir hatten, hier rein. So, haben das Ganze hier, schieben das in unseren Bereich und sagen jetzt Rechtsklick durch After Effects Komposition ersetzen und bam, falls jetzt ein After Effects Projekt offen ist, wird das hier mit eingebaut. Andererseits müsst ihr erstmal ein neues Projekt erstellen und jetzt seht ihr hier unbekannt verknüpfte Komposition 1. Und jetzt haben wir hier das Video aus Premiere Pro. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel mit STRG-SHIFT-D wieder zuschneiden oder eben mit dem Rotopinsel Kurdo wieder ausschneiden, dann wird das Ganze, nachdem wir es hier gespeichert haben, in Premiere Pro übernommen. Das heißt, ab hier ist es jetzt schwarz, weil den Bereich hier hinten haben wir entfernt. Wie ihr auch seht, das Ganze ist rosa, also mit After Effects verknüpft. Das war jetzt der letzte Tipp und wenn ihr eine weitere Folge, wie gesagt, wollt oder weitere Effekte für After Effects in dem Bereich, ab in die Kommentare damit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr weitere solchen Sachen sehen wollt, gibt es übrigens auch das Video
mit genialen Übergängen für Premiere Pro, die ihr auch auf meiner Website kostenlos zum Download findet. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.